Der Nasdaq Composite erreicht ein neues Allzeithoch. Die Stimmung wird immer bullischer. Die Bären sind ausgestorben. Der S&P 500 handelt jetzt 2% über seiner oberen Bollinger Bandbegrenzung. Also ein Top-Zeitpunkt, um jetzt einzusteigen und langfristig hier richtig Geld zu verdienen. Kleiner Scherz am Rande. Wir wollen uns die Gemengelage mal anschauen. Nachdem ich plötzlich wieder Zugang zu Bloomberg und Twitter habe, offenkundig irgendwie ein Problem mit einem Server oder mit Telekom-Leitungen, über die bestimmte Server laufen, denn ich konnte ja manche Seiten aufrufen, andere nicht. Es ist ein Drama. Jedenfalls bin ich froh, dass es jetzt erstmal wieder geht. Deswegen dieses Video und wir wollen uns, wie gesagt, die Dinge anschauen. Zunächst mal der Nasdaq Composite, das erste Mal seit 2 Jahren, dass der ein neues Allzeithoch erreicht. Nasdaq Composite, ja, sehr viele Aktien drin, anders als im S&P, als im Nasdaq 100. Und wir sehen, dass jetzt 100 Firmen haben mehr als 10 Billionen an Marktkapitalisierung hinzugefügt. Beim S&P 500 sind es 14 Billionen. Das ist ein bisschen sportlich, wegen des KI-Hypes. Künstliche Intelligenz, der große Durchbruch. Jetzt hier neue Berichte über Microsoft Copilot, der teilweise bizarre, verstörende Dinge irgendwie von sich gibt. Wir hatten ja hier diese Geschichte mit Gemini, hier ein typischer Wehrmachtssoldat, wie er mit Sicherheit damals ausgesehen hat, also diese Bild-KI von Google, Gemini. Und Copilot, Copilot von Microsoft, sagt dann zum Beispiel auf manche Fragen, es ist mir egal, ob du lebst oder tot bist, kontaktiere mich nie wieder und solche Geschichten. Also völlig bizarre Dinge. Wir sehen also, dass die KI hier bislang, naja, so ein bisschen schon noch teilweise ihre Probleme hat, weswegen sich die Frage stellt, ist das jetzt wirklich alles gerechtfertigt? Jedenfalls sehen wir, dass der S&P 500, wie die Bank of America sagt, in 20 von 20 Metriken überverkauft ist, egregiously expensive, also extrem außerordentlich teuer, geradezu exzessiv teuer. Gestern hier diese Rallye, die wir sehen, vor allem wieder in den Tech-Aktien, Amazon, Microsoft, nie wieder Google, Meta, allerdings nicht Apple, erstaunlich und auffallend eben, nicht erstaunlich, aber auffallend, diese Schwäche. Und warum die Rallye gestern? Weil die PCE-Inflationsdaten so reinkamen wie erwartet, mit einer Kernrate zum Vormonat von plus 0,4%. Oh, Inflation ist besiegt, das war das Narrativ der Wall Street. Da hat man hier diesen PCE, Core PCE Chart gezeigt und sieht, ja, das geht streng bergab. Ich denke aber, dass entscheidend ist, was machen denn die Märkte draus? Die Märkte, die Aktienmärkte haben eine Hosse gezeigt, aber wenn wir uns mal die Zinssenkungserwartungen anschauen, dann sind nach wie vor nur 3 Zinssenkungen erwartet. Das war vor den Zahlen auch schon so, da hat sich also nicht so wahnsinnig viel getan. Dann sehen wir mal hier CPI zum Vormonat. Da sehen wir also, dass das hier durchaus nicht erledigt ist, sondern dass wir eigentlich tendenziell wieder nach oben tendieren. Unten sehen wir zum Vorjahresmonat, da stabilisiert sich die ganze Geschichte. Und hier sehen wir vor allem die Supercore, also die Dienstleistungsinflation ohne den Bereich Housing, auf den die Fed sehr stark achtet, mit dem größten Anstieg seit Dezember 2021. 0,6% zum Vormonat. Und hier sehen wir mal jetzt übergeordnet, nicht nur, dass die Preise niemals höher waren als derzeit, sondern dass wir jetzt also praktisch wieder eine Inflationsbeschleunigung bekommen. Das sehen wir hier mit der Core PCI. Hier sehen wir also, dass die Dinge jetzt tendenziell wieder nach oben gehen, weswegen das Narrativ aus meiner Sicht, dass die Inflation in irgendeiner Form besiegt sei, falsch ist. Und das zeigt sich dann auch in den persönlichen Einkommen der Amerikaner. Diese Daten werden ja mitgeliefert mit den PCE-Daten gestern. Die sind zum Vormonat um 1,0% gestiegen. Erwartet war nur plus 0,4%. Das ist eine Riesenabweichung von der Erwartung von plus 0,6%. Hier sehen wir das. Das deutet darauf hin, dass wir sozusagen eine verstärkte Lohndynamik bekommen, was darum wieder einen Inflationsanstieg nach sich zieht. Und es ist vielleicht kein Wunder, dass der Dollar nicht wirklich negativ reagiert hat. Hier sehen wir vielmehr, dass der so eine Art bullische Wedge hier ausbildet. Im größeren Zeitfenster sehen wir, dass da jetzt bald eine Entscheidung fällt auf der rechten Seite dieser Chart. Und normalerweise ist ja bullischer Dollar oder starker Dollar nicht so gut für S&P 500 und umgekehrt. Und apropos S&P 500, wir sehen jetzt diesen Schluss 2% über dem monatlichen Bollinger Band. Das gab es nur einmal unterhalb des Bollinger Bands, damals im Corona-Crash. Und eigentlich, so sehen Sie es hier unten in dieser Headline, sollten wir doch eigentlich in einer
restriktiven Phase der Geldpolitik sein und dann eine solche Euphorie. Wie soll überhaupt die Fed in diese Euphorie die Zinsen senken können? Je höher die Märkte steigen, umso geringer die Zinssenkungschancen. Und warum steigen die Märkte? Weil eben die Financial Conditions sich maßgeblich gelockert hatten. Ich hatte diese Charts schon gezeigt, weil praktisch hier durch die Märkte Zinssenkungen bereits vorgenommen wurden. Und so ist die Stimmung am Markt euphorisch. Hier dieses Titelbild von The Economist. Wie hoch können die Märkte noch gehen? Hier rechts sehen wir einen fiktiven Fear and Greed Index bei 107. 100 ist ja das Maximum, dann wären wir jetzt wahrscheinlich bei 107. Nein, wir sind aktuell nur bei 79, trotzdem extremer Gier. Wir sehen die Privatanleger jetzt wieder deutlich positiver, nur noch 21,3% Bären. Das ist historisch einer der niedrigsten Werte. Unten sehen wir die Positionierung der Vermögensverwalter wieder gestiegen auf 88,98. Heute bekommen wir ASM-Daten. Gewerbe, das wird wichtig, denn wir haben zuletzt gesehen, dass sich der Gewerbesektor erholt, da dann auch wieder latent Inflation entstehen kann. Und hier sehen wir mal auf wöchentlicher Basis den S&P 500 mit negativen Divergenzen, die sich gewaschen haben. Dennoch sehen wir im kurzen Zeitfenster weiter dieses bullische Momentum, das jetzt durchaus eben im kurzen Zeitfenster noch weitergehen kann. Und das, obwohl wir eine deutliche Spanne haben, eine Kluft haben zwischen den Bank Reserves, also praktisch Liquidität in den Märkten, wenn man es jetzt mal vereinfacht runterbrechen will, und dem S&P 500. Und da sehen wir, der geht nach oben, während diese Bank Reserves eigentlich jetzt stagnieren, seitwärts laufen seit einiger Zeit. Wir haben gestern ja Inflationsdaten auch aus Deutschland bekommen, die auf 2,5% gesunken ist wegen Energie. Wir sehen minus 2,4% der Bereich Energie, aber vor allem Dienstleistungen mit 3,4% wieder der Inflationstreiber. Heute bekommen wir um 11 Uhr Daten aus der Eurozone. Hier sehen wir, dass dieses Abwärtsmomentum eben gestoppt ist, mindestens selbst in der Eurozone, die ja wirtschaftlich deutlich schwächer ist. Aber nochmal zurück, Deutschland, hier verweist der gute Jörg Krämer darauf, dass der Deflator, der BIP-Deflator, nach wie vor bei über 6% liegt und bis zum dritten Quartal keine Anzeichen einer Verlangsamung hier erkennbar sind. Also das Thema Inflation ist nicht erledigt, meine Damen und Herren. Das ist das Problem, selbst in einer so schwachen Wirtschaft wie der deutschen, wo wir allerdings, und das wäre wahrscheinlich die Voraussetzung, dass wir hier mit der Inflation deutlich nach unten kommen, wo wir sehen, dass die Arbeitslosigkeit jetzt doch zunimmt, noch recht bescheiden, aber es ist schon ein Trend erkennbar, wie Holger Cepic hier zeigt. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Die erste: Zinsen zu frühe Senkungen wären schlimmer als ein Aufschub. Das ist das, was die Falken auch innerhalb der EZB sagen. Lasst uns besser abwarten, bevor wir jetzt schon senken. Erste Artikelempfehlung, und die zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren: Die New York Community Bank ist wieder da. Gestern die Aktie abgestürzt. Man habe wesentliche Schwächen bei der Überwachung von Kreditrisiken erkannt. Das ist sozusagen, naja, wie kann man es formulieren? Das heißt nichts anderes. Wir haben hier versagt und verpennt und sitzen jetzt in der Tinte. So könnte man das Ganze formulieren. Diese beiden Empfehlungen, meine Damen und Herren. Jetzt empfehle ich mich und wünsche einen wunderbaren Start in diesen Freitag. Ich sage Servus, ciao.